Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zum wohl spannendsten Kampf des Abends. Wir haben hier Zero gegen Ehrengardist, also meine Wenigkeit gegen Ehrengardist. Und wie ihr seht, das wird ein sehr spannender Kampf. Kommen wir zuerst zu den Werten. Es sieht zwar ein bisschen aus, als wäre ich unterlegen, ist aber wirklich nicht so schlimm. Und zwar habe ich 450 Leben, einen Schaden von 24 bis 29 und einen Erstschlag von 9. Mein Crit beträgt 50% und meine DPS ist 40. Meine Ausweichchance ist 16%. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich viel critten und viel ausweichen. Meine Katze beschert mir 23% Schadensresistenz, was gegen Ehrengardist nur minimal gut ist, weil er ja auch ziemlich viel Schaden macht. Und ja, schauen wir uns das Ganze erstmal an bei Ehrengardist. Ehrengardist hat 1053 Leben. Das kommt von seiner plus 62% Lebenskatze, die er da hat, die übrigens Deadline heißt. Keine Sorge, ich erwähne dich natürlich. Und sein Schaden beträgt 29 bis 34. Das ist auch höher als meine, aber durch den Schadensresistenz, den ich habe, komme ich doch schon ganz gut bei weg. Der Erstschlag von Ehrengardist ist 5. Sein Crit beträgt 30, damit ist der 20% geringer als meiner. Die DPS von ihm ist 50, ziehen wir 20 davon ab, hat er so um die, ich glaube, 40, 37, irgendwie so um die Dreh. Und seine Ausweichchance ist 12%. Das heißt, ich weiche höchstwahrscheinlich hoffentlich mehr aus als er und mache ihn dann fertig und freue mich dann Keks. Ich habe mich extra als Geist verkleidet, nicht weil ich irgendwie weiß, dass ich sterbe. Nein, um ihm Angst einzujagen, weil er ganz genau weiß, Geister kann man nicht töten. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gucken, was kommt. Ich habe den Erstschlag, weil ich auf 9 habe und er auf 5 und dann schauen wir mal. Mein erster Schlag ist direkt ein kritischer von 72. Das sieht gut aus, das möchte ich öfters sehen. Und wie wir sehen, macht Ehrengardist nur noch 33 Schaden von seinen eigentlichen 50. Und natürlich weicht er aus. Warum weicht der Ehrengardist aus, wenn ich ihn angreife? Du solltest deinen Mann stehen und dich von mir verprügeln lassen. So sieht's aus. 37 Schaden, das heißt, ich mache eigentlich auch sogar mehr Schaden als er. Im Großen und Ganzen, das Problem ist nur, er hat doppelt so viel Leben. Mehr als doppelt so viel Leben wie ich. Und ich hau dafür die kritischen raus. 82er Crit. Er hat nur noch 862 Leben. So wollte ich das sehen. So muss das sein. Er crittet keinmal. Ich die ganze Zeit und er weicht die ganze Zeit aus. Das ist ein bisschen weniger schön, aber dafür macht er keine Crits. So lässt sich das leben. 290 Leben habe ich schon, habe ich noch. Er hat schon ein Drittel seines Lebens verloren, ich noch nicht. Und das heißt, es sieht gut für mich aus, wenn ich weiter kritte und er nicht weiter ausweicht, dürfte das was werden. 86er Crit, sehr schön. 698 Leben hat er nur noch übrig. Wieso weiche ich eigentlich nicht aus? Ich habe 16% Ausweichmöglichkeit. Wieso weiche ich nicht aus? Aber ich hau dafür die Crits raus. Alter, das zeckt richtig schön. Da kommt auch der erste Crit von Ehrengardist. Somit habe ich noch 171 Leben. Das sieht nicht gut aus. Und natürlich weicht er aus. Warum sollte er auch nicht ausweichen? Weil mit seinen 12% hat er natürlich viel höhere Chance als ich. Zumindest weiche ich auch mal aus. So wollte ich das auch mal sehen. Jetzt weiche ich nur noch aus und er verliert den Kampf oder er crittet einfach und ich bin fast tot. Das geht natürlich auch. Er ist schon wieder ausgewichen. Das kann doch nicht sein. Was macht dieser Ehrengardist mit seinen 12% nur am Ausweichen? Ja gut, Fairness halber, ich kriege auch nur Crits. Also, irgendwo ist das Ganze auch ein wenig ausgeglichen. Ich habe allerdings nicht mehr viel Leben, weiche aber noch mal aus. Ich habe noch die Chance, seine letzten 500 Leben rauszuziehen. Er hat noch die Hälfte seines Lebens. Und vielleicht mit ein bisschen Ausweichglück, Chance. Nein, natürlich, hau mir einen Crit rein, das nenne ich Glück. 22 Leben habe ich noch übrig, den nächsten Schlag werde ich höchstwahrscheinlich nicht überstehen. Nein, ich bin tot. Das war's für mich. Ehrengardist hat mich bezwungen. Es war einfach nur Pech, dass mein erster Gegner Ehrengardist war. Wäre es irgendjemand anderes gewesen, wäre das kein Problem. Aber Ehrengardist ist nun mal einer der stärksten. Ich hätte mich wunderbar auf diesen Kampf vorbereiten können. Konnte ich leider nicht, weil ich natürlich sein Gegner geworden bin. Naja, ich bin ausgeschieden. Wir holen jetzt mal die Tabelle zum Vorschein. Da sehen wir es. Der Ehrengardist kommt weiter und der Zero bleibt zurück. Nun ja, wer wird den nächsten Kampf gewinnen? Ist es Serana oder Zilord? Wer wird gegen Ehrengardist als nächstes verlieren? Das ist so aussichtslos, Leute. Wir sehen uns im nächsten Kampf. Haut rein. Ciao.